hoher Besuch im staubigen Hinterhof von Johannesburg. Pelé, der wohl beste Fußballer aller Zeiten, gibt sich die Ehre. Der dreimalige Weltmeister besucht Talente im WM-Land Südafrika. Selbst für die Kleinsten ist der Brasilianer noch immer der Größte. Pelé gibt sich volksnah und väterlich im Kreise der Stars von morgen, ist immer noch beliebt bei Jung und Alt. In Deutschland hingegen könnte es sich der 69-Jährige jetzt mit einigen Fans aber verscherzt haben. Es gibt eben Mannschaften wie Italien, Deutschland oder auch England. Diese Teams spielen zwar sehr stark, konzentrieren sich aber auch sehr auf die Defensive. Für sie ist es in erster Linie wichtig, Erfolg zu haben und Spiele für sich zu entscheiden. Das ist eben charakteristisch für diese Nation. Daher denke ich, es ist sehr schwer vorstellbar, dass die Deutschen auch noch schön spielen werden. In erster Linie wollte Pelé seine neue Sportmarke vorstellen. Als die Frage nach dem derzeit besten Fußballer der Welt aufkommt, mischt er sich aber energisch ein. Right now, Messi, Ronaldo, we're gonna hear people like that. But what you don't realize is Kaká as well. Kaká as well. Fragen zur WM sollte Pelé eigentlich nicht beantworten. Seine Meinung zum Spiel Deutschland-Australien wollte er aber unbedingt loswerden. Auf diese Frage würde ich gerne eine Antwort geben. Es war 1950. Ich war damals gerade mal 9 Jahre alt. Da trafen bei der WM England und die USA aufeinander. Niemand kannte die Spieler der USA. Sie waren der große Außenseiter, aber sie haben trotzdem 1-0 gewonnen. Im Fußball ist alles möglich. Also kann vielleicht auch Australien gewinnen. Pelé hofft auf ein afrikanisches Team im Finale. Seine Favoriten aber sind andere. Spanien spielt großen Fußball. Portugal hat eine sehr gute Mannschaft. Bei Holland sehe ich auch sehr starke Spieler. Und natürlich ist auch noch mein Brasilien. Wie schön und trotzdem erfolgreich seine Brasilianer bei der WM spielen können, müssen sie in der Vorrunde gegen Nordkorea, die Elfenbeinküste und gegen Portugal zeigen.